In vielen Ländern rund um den Globus demonstrieren Menschen für die Freiheit der Ukraine. 17 Uhr und 17 Minuten, IWF hält Zahlungsausfall Russlands für nicht mehr unwahrscheinlich. IWF hält Zahlungsausfall Russlands für nicht mehr unwahrscheinlich, 16 Uhr und 43 Minuten, Moskau und Kiew rechnen mit Fortschritten bei Verhandlungen. Moskau und Kiew rechnen mit Fortschritten bei Verhandlungen, 16 Uhr und 1 Minute, Tausende protestieren in Cherson gegen Besatzer, Warnschüsse abgefeuert. Tausende protestieren in Cherson gegen Besatzer, Warnschüsse abgefeuert, 14 Uhr und 22 Minuten, Zug mit Flüchtenden angegriffen, ein Toter. Zug mit Flüchtenden angegriffen, ein Toter, 13 Uhr und 38 Minuten, 67 Menschen in Massengrab bei Kiew beigesetzt. 67 Menschen in Massengrab bei Kiew beigesetzt, 10 Uhr und 35 Minuten, viele Tote und Verletzte bei Angriff auf Militärübungsplatz bei Lviv. Ukraine-Russland-News-Ticker hier aktualisieren. Demo gegen Besatzer in Cherson. Russische Soldaten haben bei einer friedlichen Demonstration von Bewohnern im ukrainischen Cherson offenbar Warnschüsse abgefeuert. Die Soldaten hätten eine Salve als Warnung abgegeben, berichtete der Sender Suspilny Cherson am Sonntag. Die südukrainische Großstadt wird seit Anfang März von der russischen Armee kontrolliert. Die ukrainische Regierung wirft Russland vor, ein gefälschtes Referendum zur Gründung einer Volksrepublik in der Stadt zu organisieren. An dem Protest auf dem zentralen Freiheitsplatz in Cherson beteiligten sich tausende Menschen. Sie schwenkten ukrainische Flaggen und riefen, Cherson gehört der Ukraine und Ruhm der Ukraine. Als die Protestteilnehmer an einer Kolonne russischer Armeefahrzeuge vorbeiliefen, riefen einige Demonstranten auf Russisch, Faschisten, und geht nach Hause. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky richtete sich bei Telegram an die Demonstranten in Cherson. Er sei jedem dankbar, der sich nicht ergibt und protestiere, um den Besatzern zu zeigen, dass die Ukraine unser Land ist, schrieb er. Bildergalerie Staatenchronologie, wie es zur Eskalation in der Ukraine kam und was seither geschah, aktualisiert am 11.03.2022, 9 Uhr und 58 Minuten. Seit sich in der Ukraine vor 8 Jahren prowestliche Kräfte durchgesetzt haben, hat sich der Konflikt mit Russland stetig zugespitzt. Jetzt führt Russland landesweit Krieg. Die Chronologie einer Eskalation. Die Lage im Überblick. Seit 24. Februar führt Russland aus der Luft und am Boden einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Zuvor hatte Präsident Wladimir Putin das Existenzrecht der Ukraine als eigenständiger Staat in Zweifel gezogen und die Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk in der Ostukraine verkündet. Deutsche Presseagentur Infografik GmbH. Die ukrainische Armee wehrt sich nach Kräften gegen die Invasoren. Auf beiden Seiten gibt es wohl tausende Tote, wie viele Menschen bereits starben, lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Die humanitäre Lage in der Ukraine spitzt sich mit jedem Tag zu. Über 1,5 Millionen Ukrainer sind geflohen, vor allem Frauen und Kinder, da Männer zwischen 18 und 60 Jahren das Land nicht verlassen dürfen. Die Vereinten Nationen stellen sich auf die Versorgung von bis zu 4 Millionen Flüchtlingen ein. Die EU und die USA reagieren mit Sanktionen. Außerdem liefern sie der Ukraine Waffen. Auch Deutschland unterstützt das Land mit schweren Waffen aus Bundeswehr- und NVA-Beständen. Dass die NATO in den Krieg eingreift, gilt bislang als ausgeschlossen. AFP. Die weiteren Meldungen des Tages. IWF hält Zahlungsausfall Russlands für nicht mehr unwahrscheinlich. 17 Uhr und 17 Minuten, angesichts der weitgehend blockierten Moskauer Devisenreserven ist ein Zahlungsausfall Russlands in Bezug auf seine Schulden im Ausland nach Ansicht des Internationalen Währungsfonds nicht mehr unwahrscheinlich. Wegen der infolge des Angriffskriegs gegen die Ukraine verhängten Sanktionen drohe Russland eine tiefe Rezession, warnte IWF-Chefin Kristalina Georgieva am Sonntag im Gespräch mit dem TV-Sender CBS. Die Abwertung der Landeswährung, des Rubels, habe schon jetzt dazu geführt, dass die Kaufkraft der Menschen in Russland bedeutend geschrumpft sei. Die internationalen Devisenreserven der russischen Zentralbank sind infolge von Sanktionen weitgehend blockiert. Damit ist es für Russland schwieriger geworden, den Kurs des Rubels bei Bedarf zu verteidigen. Zudem wird das Bedienen von Staatsschulden in Fremdwährungen wie dem US-Dollar oder dem Euro deutlich komplizierter. Ich kann sagen, dass wir einen russischen Zahlungsausfall nicht mehr als ein unwahrscheinliches Ereignis betrachten, sagte Georgieva. Russland hat das Geld für den Schuldendienst, aber hat keinen Zugriff darauf, sagte sie. Vorsichtiger Optimismus bezüglich Verhandlungen.
16:43 Uhr, im Ringen um eine Verhandlungslösung im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine haben sich beide Seiten zurückhaltend optimistisch geäußert. Wenn wir die Positionen der beiden Delegationen heute mit denen zu Beginn vergleichen, werden wir deutliche Fortschritte feststellen, sagte der russische Außenpolitiker Leonid Slutsky am Sonntag im Staatsfernsehen. Er gehört der Delegation an, die mit der Ukraine seit 2 Wochen verhandelt, bislang aber ohne Durchbruch. Nach Auffassung Slutskys könnten sich beide Seiten schon in den nächsten Tagen auf eine gemeinsame Position verständigen und dies in entsprechenden Dokumenten unterzeichnen. Der ukrainische Präsidentenberater Mykhailo Podolyak rechnete ebenfalls in wenigen Tagen mit konkreten Ergebnissen zwei. Er sagte in einem bei Twitter veröffentlichten Video, Russland stelle bei den Verhandlungen keine Ultimaten, sondern höre den ukrainischen Vorschlägen zu. Ein Toter bei Angriff auf Flüchtlingszirk. 14:22 Uhr, im Donbass im Osten der Ukraine wurde in der Nacht zum Sonntag nach ukrainischen Angaben ein Zug mit Flüchtenden angegriffen. Dabei seien in Kramatorsk ein Mensch getötet und ein weiterer verletzt worden, erklärte Gouverneur Paulo Kirilenko. Mit dem Zug wollten seinen Angaben zufolge Menschen aus der nahe den prorussischen Separatistengebieten liegenden Region nach Lemberg im Westen der Ukraine fliehen. 67 Menschen in Massengrab begraben. 13:38 Uhr, nach heftigen Kämpfen mit russischen Truppen sind in der ukrainischen Stadt Bucha bei Kiew 67 Zivilisten in einem Massengrab beigesetzt worden. Die Nachrichtenagentur Unian veröffentlichte am Sonntag ein entsprechendes Video. Zu sehen ist darin, wie Leichen in schwarzen Plastiksäcken von einem Lastwagen in eine ausgehobene Grube gelegt werden. Im Hintergrund ist eine Kirche zu sehen. Ukrainische Medien zitierten einen Arzt, wonach nicht alle Leichen identifiziert worden seien. In der nordwestlich von Kiew gelegenen Stadt waren Berichten zufolge Wohnhäuser durch Beschuss zerstört worden. Ein Video von einem Massengrab in der belagerten Hafenstadt Mariupol im Südosten der Ukraine hatte zuvor weltweit für Schlagzeilen gesorgt und einmal mehr das Leid von Zivilisten in dem von Russland begonnenen Krieg vor Augen geführt. Präsident Wladimir Putin hatte am 24. Februar den Befehl für den Einmarsch ins Nachbarland gegeben. Die Vereinten Nationen hatten zuletzt den Tod von mehr als 570 getöteten Zivilisten dokumentiert. Die ukrainische Regierung geht aber von weitaus höheren Zahlen aus. Große Friedensdemonstration in Berlin. 13:07 Uhr, erneut sind tausende Menschen in Berlin bei einer großen Friedensdemonstration gegen den Krieg Russlands in der Ukraine auf die Straße gegangen. Sie versammelten sich am Sonntagmittag auf dem Alexanderplatz und liefen Richtung Brandenburger Tor. Die Demonstration erhielt auch nach dem Start weiter großen Zulauf. Eine konkrete Teilnehmerzahl stand zunächst noch nicht fest. Unter den Demonstranten waren junge wie alte Menschen, auch Familien mit Kindern beteiligten sich. Manche hatten Luftballons in Blau und Gelb, den Farben der Ukraine, dabei. Andere trugen selbstbeschriebene Transparente mit Aufschriften wie Stop War, Peace, Wo bleibt die Impfung gegen Krieg und Beschimpfungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin. 550 Polizisten waren im Einsatz. Die Stimmung war friedlich, die allermeisten Teilnehmer trugen Corona-Masken. Ukrainische Behörden, wieder Bürgermeister entführt. 12 Uhr, in der Südukraine ist nach Behördenangaben erneut ein Bürgermeister von russischen Truppen verschleppt worden. Kriegsverbrechen werden immer systematischer, schrieb der Chef der Militärverwaltung des Gebiets Saporischschja, Oleksandr Staruch, am Sonntag bei Facebook. Der Bürgermeister von Dniprorodne, Jeweni Matwiejew, wurde entführt. Dniprorodne ist eine Kleinstadt mit knapp 20.000 Einwohnern am Fluss Dnipro, der an dieser Stelle zum Kachowka-Stausee gestaut ist. Zuvor hatte Kiew bereits mitgeteilt, dass der Bürgermeister der Stadt Melitopol verschleppt wurde. An seiner Stelle setzten die russischen Truppen eine moskauhörige Politikerin als Statthalterin ein. Beobachter schließen nicht aus, dass Russland unter dem Vorwand einer Entnazifizierung der Ukraine auch in anderen eroberten Gebieten die Verwaltung auswechselt. Der Kreml behauptet, in Kiew hätten Nazis das Sagen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyj hat jüdische Wurzeln. 9 Tote bei Angriffen auf Mykolajew. 11:23 Uhr, bei russischen Angriffen auf die südukrainische Großstadt Mykolajew sind nach Behördenangaben mehrere Menschen getötet worden. 9 Menschen starben infolge der Addierung durch die Arschlöcher, schrieb der Gouverneur des Gebiets Mykolajew, Vitaly Kim, am Sonntag im Nachrichtendienst Telegram. Die Angaben ließen sich nicht überprüfen.